Aber Politik wollte ich eigentlich nicht ausklammern, nicht, weil es nicht spannend ist. Ist schon spannend. Regierungssprecher können Journalisten nicht Anweisungen geben, irgendwas zu machen. Die können die Cocktailpartys sperren. Ja. Aber wenn die das machen, dann machen die sich lächerlich. Und die Journalisten lachen über die und ziehen die auch, erwähnen das auch in ihren Artikeln. Das ist, glaube ich, nicht sehr wirksam. Wir haben Al Gore bei dir auf dem Schirm. Er lächelt. Weißt du, warum er lächelt? Du wirst es mir sagen. Er lächelt, weil er 200.000 Dollar manchmal für einen Vortrag bekommt. Über meine Gage müssen wir noch ein bisschen reden. Ich soll auch Also, so lächeln, ich dachte, du hättest mich darum gebeten, dass wir hier nicht vor laufender Kamera darüber sprechen. nein, okay. Das machen wir ganz unter uns. Ein zweiter Kaffee tut das auch. Okay. Al Gore ist ein Mann, der sehr, sehr viel Geld, ich rede nicht von Millionen, sondern von Milliarden investiert hat in Firmen, die von den grünen Industrien profitieren. Und genauso ist das auch bei dem, das ist der Vorsitzende von diesem Klimarat, von der UNO. Und der handelt mit diesen Carbonscheinen. Wir wissen also, bestimmte Länder, das ist einer von den blödsinnigen Beschlüssen, macht man häufiger bei Atommüll oder anderen Müllarten. Es gibt ein Land, das mehr Carbon produziert und ein anderes armes Land, das weniger Carbon, und den können sie dann irgendwelche Scheine hin und her verkaufen. Und in der Öffentlichkeit wird dieses verkauft als grüne Maßnahme, um Carbon zu reduzieren. Und im Grunde ist das ein Hin- und Herschieben von Milliarden, an dem dieser Mann sehr stark beteiligt ist. Der hat eine Mitarbeiterin, die hat einen groben Fehler gemacht, auch in diesem UNO-Klimabericht. Sie hat gesagt, die Himalaya-Gletscher, die würden alle schmelzen im Jahr 2030. Kennen Sie, ne? Sie hat sich ein bisschen vertan. Es war könnte, das Wort könnte wurde gestrichen, sondern werden. Und es war 2300. Also sie hat einen Zahlendreher da gehabt. Sehr peinlich für einen Wissenschaftler. Als es rauskam, was passiert? Hat er diese Frau dann irgendwie einen Vorwurf gemacht? Nein. Sie ist jetzt zuständig. Nach dem Bekanntwerden von diesem Fehler, diese selbe Frau ist zuständig für Gletschermessungen bei der UNO. Beide Männer machen Milliardengeschäfte mit Global Warming. Sehr Gibt es gerne. noch Fragen, Anmerkungen? Oh, nein, no, ich hätte Frau Habsburg. Kommen wir mit der Kamera dahin? So ein bisschen das Happy End beim Ganzen. Was gibt es denn aus Ihrer Sicht für Möglichkeiten, diesen Hysteriezyklus oder wie man auch das immer bezeichnen will, tatsächlich auch zu unterbrechen? Weil das ist jetzt das Problem. Ich hätte jetzt auch gern ein bisschen Lösung oder zumindest Perspektive, was möglich wäre. Also es ist dann immer am besten, wenn an solchen Diskussionen Journalisten teilnehmen, die sich angesprochen fühlen und sich Gedanken machen über so etwas. Das ist das Beste. Und das andere ist, dass sie vielleicht kritisch nach Hause gehen und anders darüber nachdenken. Und das Dritte, und das ist ganz wichtig, ist die Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Weil immer dieses Argument, die Wissenschaft ist sich da einig. Also wenn man die Geschichte der Wissenschaft untersucht, immer wenn die Wissenschaft sich einig war, lag sie falsch. Und da kam irgendein Querdenker rein und sagte, nein, die Sonne dreht sich nicht um die Erde, es ist umgekehrt. Inzwischen wissen wir übrigens, es ist nicht nur so, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Die Sonne dreht sich doch ein bisschen um die Erde. Passt nur so eine Fußnote aus unserer Sendung. Da haben wir einen ganz langen Beitrag gemacht. Die Erde, es ist nicht so, hier ist ein Fixpunkt Sonne und dann die Erde geht so rum, sondern es sind zwei frei schwebende Körper. Und auch die Anziehung von der Erde beeinflusst die Sonne. Nur ein klein bisschen, weil die Sonne so groß ist und die Erde so klein. Aber die zieht auch der Mond zieht die Erde so ein bisschen aus ihrer Bahn raus, weil die freischwebend sind. Und dadurch wissen wir, wenn wir einen Stern angucken, wie viele Planeten drum sind. Das sind Planeten, die sehen wir nie. Auch mit keinem Teleskop der Welt. Aber wir können dann messen, wenn die dann ein klein bisschen hin und her gezogen werden, wie viele Planeten und wie groß die sind. Also wir sollten Toleranz haben und diese Dinge in Frage stellen. Es war die Frage, ja, und wie gehen wir damit um? Nicht? Wo ist jetzt das Positive? Ich sag mal, der erste Schritt ist, dass wir uns heute hier getroffen haben und darüber offen sprechen. Der nächste Schritt ist, dass wir davon natürlich auch eine Aufzeichnung gemacht haben, sodass jeder, der grundsätzlich daran interessiert ist, sich das hinterher anschauen kann. Und der dritte Aspekt, hier bei uns im Club pflegen wir es eben auch, uns
über Know-how-Transfer gegenseitig ja, nach vorne zu bringen und uns gegenseitig zu unterstützen. Und ich denke, das sind eigentlich eine ganze Menge positiver Aspekte, die man hier auch aus dieser Thematik, aus dieser Sendung herausziehen kann. JTAG, vielen, vielen Dank. Es gibt noch eine abschließende Frage. Ich weiß nicht, ob es darüber überhaupt Zahlenmaterial gibt oder ob es Ihnen zur Verfügung steht. Aber gibt es nachweisliche Auswirkungen auf Auflagenstärke, auf Zuschauerquoten oder ähnliches, wenn eine entsprechende Panikmeldung, wie zum Beispiel jetzt nach Norwegen oder nach Fukushima oder ähnliches, um wie viel Prozent so etwas dann nach oben geht? Im Einzelfall gibt es ganz viele solche messbare Ergebnisse. Also eine Auflage von X ist, kommt die Panik nach, ja. Wie viel explodiert das? Also CNN würde bei einer solchen Geschichte wahrscheinlich verfünffachen, weil die Leute schalten dann alle ein. Ich weiß, bei Al Jazeera, einem Sender, mit dem wir sehr viel zu tun haben, als dieser arabische Aufstand losging, haben sie sich verzwanzigfacht in Zuschauern, messbar, weil das die einzige Nachrichtenquelle war. Man sieht schon, dass solche Themen großes Interesse haben. Aber vielleicht, es war ja auch die Frage, was sollte sich in Zukunft ändern? Vielleicht sollte sich da auch unser Verhalten ändern, wenn wir nicht auf jede Paniknachricht so reagieren, ist vielleicht auch der Sender oder der entsprechende Verlag nicht mehr so daran interessiert, diese Meldung zu vermarkten. Ein gutes Schlusswort. Ja. Ja, meine Damen und Herren, das war Essentials TV, das Magazin vom Alster Business Club. Ich bedanke mich ganz herzlich bei JTAG, auch wenn das Honorar nicht so ganz günstig heute war. Aber schön, Tasse Kaffee steht noch. Ja, schön, dass du heute bei uns bist, wieder mal. Und ja, wenn es Ihnen gefallen hat, schauen Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Vielen Dank. Ja, vielen Dank.